Das hier ist Alex Brucker, der neue Trainer von Arntal. Wobei, ganz so neu ist der 44-Jährige beim nördlichsten Oberligisten nicht, denn er hat die Teldra vor 7 Jahren von der Landesliga in die Oberliga geführt und dann noch 2 weitere Jahre betreut. Vielmehr ist es also eine Rückkehr, die Ära Brucker 2.0. Sie kann beginnen. Arntal ist für mich ein bisschen ein spezieller Verein. Es ist der Verein gewesen, der, was mir eigentlich in der Oberliga debütieren gelassen hat. Ich habe mit ihnen Erfolge gehabt, Skienerfolge. Wir sind damals in der Landesliga aufgestiegen. Dann haben wir 2 recht erfolgreiche Jahre in der Oberliga gehabt. Jetzt natürlich, bald sie wieder auf mich zurückgekommen sein, hat mich natürlich gefreut, dass man sich wieder an mich erinnert hat. Und ich hoffe, dass man die Erfolge umschließen kann, die was wir schon einmal gehabt haben da erinnern. Alex Brucker tritt die Nachfolge von Jürgen Großgasteiger an, der Arntal im Frühling auf eigenen Wunsch verlassen hat. Die Mannschaft hat ich eigentlich jetzt ganz einen anderen vorgefunden, wie Bolli die ersten 3 Jahre drin war. Es hat sich ein Haufen geändert, es sind ein Haufen alter Spieler, die nicht mehr da sind. Es hat ein bisschen einen Generationenwechsel gegeben, es sind 3, 4 von der alten Generation. Aber wie gesagt, es ist eine junge, hungrige Mannschaft und es sind alte Spieler drin, die jung führen und die, ich glaube, wir haben eine gute Mischung. Und wie beschreiben ihn seine Spieler, den neuen Arntaler Übungsleiter? Der Alex, er ist ein guter Trainer, wir haben ihn schon einmal gehabt für ein paar Jahre. Er ist sehr fair, er ist ja, teilweise ein harter Trainer, aber ein fairer Trainer. Alex Brucker ist aber nicht der einzige Neue. Beim SSV Arntal, auch was den Kader angeht, gab es einige Veränderungen. Ja, wie gesagt, wir haben ein paar Abgänge gehabt, wie doch vorher schon gesagt haben, Foppichler, Lukas, Eichner, Philipp, Niederwolfsgruber. Wir haben ein paar junge Spieler geholt. Das ist einmal der Dennis dazugekommen, der Kerniki Dennis, der was. Den, was ich aus meinen Jugendzeiten in St. Jürgen noch kenne, gleich wie in Brunner Uller. Die haben noch einmal gewählt, Herausforderung Oberliga annehmen und ich hoffe, dass wir mit ihnen einen guten Fang gemacht haben. Und ich bin überzeugt, dass es wieder gut machen werden. Es sind auch ein paar Jugendspieler dazugekommen. Es scheint ein André dazugekommen, der was in Steigen die ersten Erfahrungen gemacht hat. Und ich glaube, wir sind da eigentlich relativ gut aufgestellt. Die Tatsache, dass einige wichtige Stützen den Verein verlassen haben, veranlasst die Teldra, vor der Saison 2015-16 tief zu stapeln, was die Ziele für das kommende Sportjahr angeht. Ja, unser Ziel ist sicher der Klassenerhalt, wie jetzt ja. Finns zählt eigentlich nichts anderes. Trotzdem ist man im Arntal zuversichtlich, auch weil die Fans dem Club den Rücken stärken und jederzeit hinter Trainer und Spielern stehen. Unsere Stärken sind sicher die Heimspiele vor unserem Publikum. Ich glaube, das Publikum, was du da in Arntal hast, die ganzen Teldra-Zuschauer, ich glaube, dass das eine andere Oberliga-Mannschaft auch noch hat, so wie wir. Es ist Stimmung da auf dem Platz, es wird die Mannschaft ungefeuert von Anfang an bis zuletzt. Und ich glaube, das ist unsere große Stärke. Und ich glaube, auf der Sache müssen wir ganz einen Haufen aufbauen. Oder können wir ganz einen Haufen aufbauen. Und das ist sicher unser 12. Mann. Die Meisterschaftsfavoriten, die man im Arntal auf dem Zettel hat, die trainieren nur ein paar Kilometer weiter südlich. Meisterschaftsfavorit Nummer 1 ist St. Jürgen. Ich glaube, die sind auf jeder Position doppelt besetzt, allem gleich gut besetzt. Ich glaube, sie haben einen Trainer, der was Erfahrung hat über Jahre hin in der Oberliga und der Herkaugen natürlich. Und sind auch Spieler, die was großteils alle schon Serie D gespielt haben. Also für mich ist der Meisterschaftsfavorit Nummer 1. Dann kommt natürlich noch Mari dazu. Linse, glaube ich, ist letztes Jahr. Und mit dran muss man schauen, was passiert, ob sie Oberliga spielen oder ob sie eine Liga hier spielen. Wie stark Mari effektiv ist, werden die Brucker Schützlinge schon bald herausfinden. Sie müssen nämlich am ersten Spieltag zum Ligastart in die Arntaler Höhle des Löwen.